Macht Kamala Harris Gary Gensler zum US-Finanzminister? Kamala Harris erweckt angeblich Gary Gensler als Finanzminister, falls sie die Wahl gewinnt. Dies berichtete der Washington Reporter. Manche vermuten, dass Gensler selbst die Gerüchte gestreut hat, um politische Unruhe zu stiften. Er äußerte bisher kein Interesse. Gensler, Vorsitzender der SEC, ist für seinen harten Kryptoregulierungsstil bekannt und im Kryptosektor gefürchtet. Der Vorsitzende der SEC führt derzeit mehrere Prozesse gegen Kryptoakteure in den USA, was seinen strengen Regulierungsstil unterstreicht. Der Kryptosektor hofft auf eine Wende, sieht aber Harris' Haltung als Fortsetzung der strikten Politik unter Biden. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.